Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Ja, es ist etwas länger her, dass ich es zuletzt gemacht habe, nur ich hatte einfach keine Zeit, war im Urlaub und so. Wie dem auch sei, jetzt kommt das nächste Video. Es geht um die Elektronenstrahlröhre. Oder hier habe ich einen Fernsehbildschirm und eine Bildröhre von einem alten Schwarz-Weiß-Fernseher. Ich werde die Funktion erläutern und dann werden wir mal versuchen, diese Röhre zu testen. Also, dass wir praktisch auf den Bildschirm nochmal ein Bild drauf kriegen. Mal gucken, ob das klappt. Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Ihr seht schon, das ist eine sehr kleine Bildröhre. Hier mal im Vergleich ein Seitenschneider oder meine Hand. Man kann einfach damit viel besser experimentieren, sie besser testen, als wenn ich jetzt hier so eine, keine Ahnung, 40 Zoll Röhre auf den Tisch lege. Das wäre, glaube ich, nicht so geil. So Leute, dann gucken wir doch mal, was wir hier finden. Ja, wir haben hier unten in dem Glaskolben erstmal eine Kathode, die ist geheizt, also ein Glühdraht praktisch. Naja, dann kommt hier auch direkt hinter eine Bündelungsspule, sowie hier zwei Ablenkspulen für horizontale und vertikale Richtung. Hier an Anoden Stromanschluss, wir haben ja einen Zeilentrafo, der praktisch die Hochspannung erzeugt. Wir brauchen, wie ihr wisst, eine Hochspannung, um die Elektronen zu beschleunigen. Hier hinten, das ist jetzt auf dem Bild vielleicht nicht drauf, ist der Fotoschirm. Ich denke mal, der ist phosphorbeschichtet, ich weiß es nicht genau, da treffen halt die Elektronen rauf und erzeugen das Bild. Jetzt habe ich einfach mal alles verkabelt und ich hoffe mal, es wird jetzt funktionieren. Ich denke, es ist funktioniert, aber mal gucken, ne? Ach ja, da habe ich ja noch was vergessen. Also das ist nochmal eine alte Treiberplatine von einem Fernseher. Ich habe hier den Zeilentrafo, der die Hochspannung erzeugt. Das geht alles dahin. Hier noch Stromanschluss für die Anodenheizung. Naja, für die Ablenkspulen hier, da die Anschlüsse und so weiter. Also alles verkabelt. Hier unten kann ich bestimmte Einstellungen machen, wie Lautstärke von Empfang, also wie doll ich jetzt das hier über den Lautsprecher höre halt, ne? Dann, ob ich, in welchen Frequenzbereich ich empfangen will und ja, an und aus, ne? Ein Poti, mit dem ich die Frequenz einstellen kann. Ja, das ist jetzt immer der Aufbau, ne? Mal gucken, ob es klappt. Zuerst werden wir jetzt nochmal die Lautstärke etwas höher drehen, damit wir auch hören, ob wir was empfangen oder nicht. Jo, der Frequenzbereich ist richtig eingestellt und jetzt müssen wir nur noch anmachen. So, und jetzt nochmal von Anfang an, damit ihr auch alles mitbekommt, was hier gerade passiert. Vielleicht habt ihr euch ja gefragt, wozu die Potis da hinten sind. Ja, die sind zum Kontrast, zum Bildrauschen oder besser gesagt, wie man das Bild anpasst und zur Helligkeit da. Das kann ich jetzt noch einmal kurz demonstrieren. So, machen wir mal an wieder. Dauert ein bisschen, bis das Bild da ist. Und da kommt es auch schon. Jetzt werde ich einfach mal an dem einen Poti drehen. Das ist zum Kontrast, also das kann man jetzt hier vielleicht nicht so gut sehen. Ich werde das nachher nochmal beim richtigen Bild auch zeigen. Ja, das ist halt Helligkeit, ne? Da kann ich auch dann ein bisschen rumspielen. Und hier halt, naja, das Bild an sich ein bisschen verändern. Das ist eine echt coole Spielerei. Ich hätte echt nicht gedacht, dass es so gut funktioniert, aber man sieht es ja, es funktioniert, ne? Ist so geil. So Leute, jetzt haben wir mal die Location gewechselt, weil ich hier jetzt rechts nebenan eine Antennendose habe, also dass ich praktisch mit dem Antennenkabel gleich in diese Steuerung reingehen kann, damit ich auch guten Empfang habe. Ja, jetzt werden wir mal gucken, ob wir ein Bild empfangen, ne? So, jetzt machen wir mal den Fernseher an. Den Fernseher. Und wir hören schon was? Der Helikopter sagt sofort Stein ab. Oh, Pro 7. Kann ich am Poti rumdrehen? Und immer die Sender einstellen. Die Qualität ist echt sehr bedürftig, aber es ist okay. Und ja Leute, wer hätte gedacht, dass die Bildröhre nochmal ihren Zweck erfüllt? Ich nicht, jedenfalls. Naja, ist echt cool, dass es funktioniert. Ich werde wahrscheinlich das auch noch ein Gehäuse einbauen, dass ich ein bisschen bessere Qualität habe und so. Mal schauen, was ich da noch mache. Ja, dann hoffe ich erstmal, das Video hat euch gefallen und dann ja, hoffe ich mal bis zum nächsten Video. Ne? Ciao.